So, also der Herr Weinbrand hat mir jetzt geschildert, dort wo er wohnt, da am Meer, ne? Da ist Sand und Gras manchmal und das sind so, also die Wege sind nicht so schön wie im lieblichen Taubertal. Genau. Aha. Und die Bereifung, die ich mir jetzt daneben drauf habe, ist eigentlich so ein Taubertalreife, der ist glatt und schnell, aber das kann man nicht gebrauchen. Das heißt, wir wechseln jetzt mal den Reife. Ich zeige Ihnen das jetzt, wie das geht, denn ich finde, wenn man zum Beispiel das ganze Jahr durchfährt, braucht man eventuell auch einen Sommerreifen und einen Winterreifen, ne? So wie am Auto. Und sowas macht man natürlich selber. Also, zur Vorbereitung habe ich das Display da oben abgenommen und habe mir da zwei links und rechts Kissele hingelegt, wo ich dann den Lenker aufstellen kann. Der Sattel hält es aus, dass er auf den Boden kommt. Und dann schwenke ich das. Ich greife also hier so her, so. Ne? Und zack, und habe das Rad umgedreht. Das mache ich jetzt schon von Jugend an, aus dem Grund kenne ich genau den Griff, wo ich ihn so lange habe. So, und mir habe ich jetzt dadurch, dass ich hier eine hochwertige Federgabel habe, habe mir hier auch eine Steckachse. Also ich tue den Exzenterhebel hier löse, schraube dann einfach auf. Schwupp. Nimm die Achse raus. Haha. Und schon haben wir das Radar. Super. Und jetzt mache ich mich da schon dran. Zack. So. Jetzt brauche ich ja nur noch die Luft rauslassen. Moment. So. Machtwerkzeug. Mhm. Das ist klasse, das kriegt jeder Kunde von uns mit, der bei uns ein E-Bike kauft. Da kannst du das ganze E-Bike zerlegen, wieder zusammenbauen. So, jetzt lassen wir mal da die Luft raus. Ich habe jetzt nicht einmal einen Reifenmontierhebel. Ich mache es jetzt mit der Hand runter. So, es geht noch ein bisschen raus, pssst, macht's. Ja, das sind großvolumige Reife, das ist klar. So, naja, so langsam, ne? Okay, so. Also als erstes mal löse ich jetzt den Reifen von der Felge, ne? So. Ja, und so auf jeder Seite, das macht so ein bisschen Klack. Und dann löst sich der Reifen. So, und jetzt will ich mal gucken. Ich nehme den so und ziehe ihn über die Felge und drücke ihn runter. Ja. Also da gab es mal früher eine wunderbare Sendung, Lemkes heiteres Berufe-Raten. Welches Schwein hätten Sie denn gern? Ja, das waren noch wirklich schöne Sendungen. Nicht so überzwerg wie heutzutage, wo sie da nur noch irgendwie, da wo es um einen Haufen Geld geht. Und nee, damals war es nur 5 Mark, gell? 5 Mark. Und mit 5 Mark hast du die gleiche Freude gehabt, also zumindest als Zuschauer. So, also wir machen jetzt hier diesen Reifen drauf. Der hat ein durchgängiges Profil, ja. Läuft also auf normalem Asphalt sehr leise und leicht und hier ein gröberes Profil, damit er bei weicherem Untergrund oder so, dass der eine gute Traktion hat und eine Führung hat. So, das ist jetzt übrigens ein Schwalbe Marathon Plus. Aha, die haben wir jetzt wieder. Die Woche haben wir eine Zeit lang nicht lieferbar, die DDR. Plus steht für Pannenschutz. Ganz Plus gut. Pannenschutz. 57 mm breit, 27 Zoll. So, wollen wir mal die Dinger da runter machen. Da. Unplattbar. Steht drauf. Gut. Ich habe da schon einmal was vorbereitet, nämlich ich montiere oder wir bei uns in der Werkstatt kein Reifen ohne Talkum. Talkum ist quasi ein Schmiermittel,
welches zwischen Reife und Schlauch verhindert, dass der Schlauch also praktisch die ganze Zeit zusammen mit dem Reife walkt. Also wenn da so ein Reife abrollt, bewegt er sich ja und der Schlauch innen drin mit. Und wenn Sie da ein paar tausend Kilometer gefahren sind und da ist kein Talkum drin und dann kriege ich diese Schläuche, kriege ich dann sichtbare so Riefen und die werden dann mit der Zeit undicht. Und das will ich ja vermeiden. Ne? Also so, jetzt haben wir das da so drauf. Ja, genau, das passt gerade so, die Menge, die ich da rein habe. Super, also, das neigt zum Umfallen, das sehe ich gerade. Und jetzt gibt es noch was Zweites, wo ich verwende, nämlich ein Silikonspray. Und Silikon verhält sich neutral. Zu Gummi ist sogar so ein Pflegemittel. Und jetzt sprühe ich daneben, dort, wo dann der Reife auf die Felge kommt. Und reinrutschen soll richtig, da sprühe ich jetzt das Silikonspray drauf. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Da gibt es extra so Fluid irgendwie. Für einen Reife speziell, aber das Silikon ist mir am liebsten. So, jetzt gucke ich mal gerade. Und zwar, das Rad kommt später so nahe. Und das rollt ja dann so ab. Also das ist die Laufrichtung. Und ich will natürlich, dass das Profil so leicht wie möglich rollt. Also so rum. Da sieht man bestimmt noch mal irgendwo einen Pfeil. Laufrichtung, aber eigentlich ist es logisch. So, jetzt setze ich das mal da rein. Ja, schon ist es drüber gerutscht, dank Silikon. So, und? Markus, musst du jetzt ausgerechnet niesen hinter der Kamera? Ja, aber ruf mit dem Kind Scheiß. Das ist keine Chemie, das ist Silikon. So, dann tun wir da noch ein bisschen was rein. Upsa. Aha. Also, ne, Ventil kommt zuerst rein, dann kommt es da so außen rum. Dann fange ich an mit dem Ventil oder über das Ganze da so drüber. Und dann noch ein bisschen und noch ein bisschen. Hoho, ist ja doof. Du meine Güte. Ja, also je breiter die Reifen sind, umso leichter gehen sie drauf. Hier drücke ich nochmal hoch, dass da der Reifen wirklich auch hinter das Ventil rutscht. Jawohl. So. Dann kommt die Luftbombe. Eine gute Standbombe. Die besten sind von SKS. Wie die hier zum Beispiel. SKS ist ein deutscher Hersteller. Und es gibt Ersatzteile. So. Und nun pumpe ich da mal ein bisschen was rein. So, ich habe so ein knappes Bar habe ich jetzt drin und dann gucke ich mir jetzt noch einmal an, ob der wirklich auch richtig gut sitzt. Mhm. Sieht gut aus. Ja, prima. Also nicht dieser Reflektorstreifen ist entscheidend, sondern hier so ein ganz dünnes Ringele, welches dann da genau über der Felge verläuft. Und das sitzt super. So. Und jetzt. Hört ihr das? Ja? Und jetzt. So, und so langsam geht da die Luft rein, weil es so ein großvolumiger Reifen ist, muss man da halt 100 Mal da so pumpen. Manche gehen da sogar ins Fitnessstudio und üben das. Aha. Das ist der Holzboden übrigens, der da so knackst.
lasse jetzt mal so 3,5. Warte mal. So. Gut. Oh, ist ganz warm, warte. Ja. Schön. Noch einmal kontrollieren. Sitzt einwandfrei. So, dann kommt ganz zuletzt diese Rindelmutter drauf. So, und die Staubkappe. So, dann tut man das daneben. Wieder einführen, das ist ganz einfach. Nehmt die Steckachse, schraubt und dann guckt man, der Exzenterhebel wird dann so umgelegt, dass dann dort zuletzt eine Spannung drauf ist. So. Und zu ist. Haha. Schleift nicht einmal was, gell? Nee. Es läuft einwandfrei. Wie lange haben wir gebraucht? Also, Sie sehen, das geht relativ flott. Und. Voila! Fertig!